Ach so. Dann mal Verhör. Haben wir da was? Haben wir da was Besonderes? Irgendwas Informationen, sie ist tot. Sind bekannt, sind bekannt, sind bekannt, sind bekannt. Ist tot, Informationen, alles klar. Boah, wie viel wir schon niedergemetzelt haben, einfach nur. Alter Schwede. Ist schön. Läusekopf, alles klar. Kampf durch Todesstöße, alles klar. Du starbst, wie du lebtest. Oh, mach mal so. Frische Luft von dir, Frost. Schade nie. So. Episch. Dann lass sie aus diesem Waldläufer in die Rippen stoßen. Was? Das kann ich sogar erledigen für dich, mein Junge. Ich hasse es, wenn wir mit leeren Händen von der Jagd zurückkehren. Das ist das so. Ende. Was denn für ein Ende? So, dann wieder mal das gleiche, niederschnetzeln und dann machen wir sorry. Ich würde endlich gerne mal den Elbenturm da machen. Aber lass mich ja nicht dazu kommen. Ja, das haben schon viele versucht. So. Den könnt ihr nämlich noch brauchen. So, die einfach wieder nur übertrieben viel wieder daherkommen. Ich seh's doch. So, zack, zack, zack. Und weg damit. So, und Babs. Wie war das? Alle töten? Warte mal, den würde ich gerne fassen. Achso, dann kann ich nur töten. Ich kann keine Informationen mehr sammeln. Ist ja geil. Bams. Okay, dann halt so. So, jetzt lass mich doch endlich den Turm da einnehmen. So, der ist mir jetzt da herzlich egal, da hinten. So. Einfach nur noch hoch und den Turm holen. So. At last but not least. Ehrlich. So, die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Alles klar, wie du willst. So, jetzt haben wir da alles aufgedeckt. Die Rangleiter im Vor. Schließen wir Hauptaufträge ab. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir... Der Geist vom Mörder machen, ne? So, Markierung ist gesetzt. Dann würde ich gerne noch im Menü was reinschauen. Sarons Armee? Nein, da wollte ich nicht hin. Ich sag nur, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Waffen und Runen. Flammen von Anor, da haben wir jetzt lauter so Sachen. Da wollte ich aber nicht hin. Verbesserungen, da wollte ich hinein. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte, aber wir können ja nichts machen. Wir können ja nichts machen. Schade. Abstinenzen, das ist wieder nur die Schrift, ne? Ja, genau. Waffen und Runen. Hier ist alles das da, das da, das da. Dort sind Verbesserungen. Ah ja, hier. 220, dann würde ich doch... Schwert und... Schwert mal in eine Rune raufsetzen. Ja, genau. Errungenschaft freigeschalten, das kalte Licht. Ah, sehr schön. So, dann können wir da Runen. Genau, dann können wir da noch eine Rune raufsetzen. Und dann würde ich... Episch, kommt Bonusschaden hinzu. Gewehrzugriff lehren, Waffenfähigkeit sauren. Gegnerische Nahkampfschaden von... Okay. Plus 30 um 21%. 6 Gesundheit wieder her.
Alles klar. E-Works. Okay. Keine Ahnung. Ich würde mal. Ist ausgerüstet. Für Hauptmänner. Ich mache dann mal das da hinein. So. Sonst hier haben wir alles drinnen. Hier haben wir alles drinnen. So. So. Wir müssen in diese Richtung. Mal schauen. 2300 irgendwas Fuß. Hier ist irgendwo was. Dinger. Ach, hier. Die haben da anscheinend Spaß. Oh, der hat mich nicht gesehen. Moment mal, ich könnte mir so einen Karakor holen. Jetzt sind wir auch sogar schneller drüben. So. Y. Und beißen kann man. Ja, Futter für dich. Sehr brav. So, dann. Ich würde sagen, wenden wir mal in die Richtung, wo wir hin müssen. So, da entlang. So macht man das da bei uns zu Hause. So, weil den Hund füttern. Sehr gut. Nee, nee, das ist meins. Siehst du, er ist ganz freundlich. Hat nur Hunger. Was denn? Was hast du gegen meinen Karagor? Der ist doch nicht fertig. Alles klar. Das finde ich nice. So, der ist weg. Und der ist weg. Aua. Ich habe überlebt. Jetzt wirst du leiden. Ja. Mal, nicht dieses Mal. So, Verhör. Wir hätten ja das überlebt. So, Informationen sammeln. Für wen denn? Haben wir irgendwas Neues? Ah, da, da. Der sieht ja geschmackig aus. So, zum zweiten Mal. Wie oft kann man den bitte schon umbringen? So. Das ist dein Ende. Hoffentlich. So, wo ist mein Karagor? Macht 14. Ach, cool. Wo ist mein Karagor hin? Anscheinend nicht mehr da. Schade. Ruhe ein, Frieden. Ist ja aber auch nirgendwo seine Leiche. Müssen wir zu Fuß weitergehen.
mir das? Schleicht da jemand umher? Nö, nö. Da irrst du dich nur. So, mal ein bisschen auf Übung zu kommen. So. Da wollte sich einmischen. Und tot ist er. Jo, recht schnell. So, da hinten haben wir eine Volksversammlung. So. Oh, da liegt ja noch was. Musst du doch irgendwann mal was liegen lassen. Warte mal, ich befreie mal den da. So, beherrschen. Ypsilon, so. Den haben wir jetzt auf unserer Seite. Ja, das wollte ich nicht. Das war gut. Und weg ist er. Und Spackli, zerfleischt. Oh, Krieger, sehr gut. So, müssen wir nach wie vor noch immer in diese Richtung. So, gleich haben wir's. Da stopft irgendwas. Gar nichts, mein Kumpel. Mehr. Da ist mein Kumpel. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. So. Vereinigung des Himmels. Nee, mach jetzt. Achso, jetzt ist alles nur besonnen. Ich habe gedacht, da ist jetzt da. Was denn? Was haben wir denn hier? Auftrag starten. Der Geist von Mordor. Na, dann gucken wir mal rein, was wir da machen müssen. Damit wir auch mal bei der Hauptmission weiterkommen, ne? Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ragnar dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Benutze L, um Groth auszuwählen. So. Benutze A, um Informationen. Hauptmänner und wir geben alle Informationen. Okay. Drücke halt her, um Groth Stärken und Schwächen anzuzeigen. So. Angriff gegenüber berittener Bestie. Okay.
Gegen Fernkampf, heftiger Angriff, Gruppenanführer. Okay. Denkt daran, viele Schwächen können nur genutzt werden, dass die Informationen haben müssen. Okay. Neues Ziel. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer! Ich weiß nicht so recht. So, wir folgen mal Redback. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Oh. Hast du dich befreit, Abschaum? Schlechting, wir von Toll haben müssen angegriffen werden. Drücke A, das Land, um zu springen. Alles klar, das können wir ja schon. Frag den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruk! So, und das. So macht man das bei mir zu Hause. Ich glaube, wir hätten die Mission vorher machen sollen. Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist hier zu Hause! Aua! Du Scheiße! Waldläufer, ich mag die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben! So, guck schön zu! So. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon, seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Das ist alles doch meine Hand. Hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan! Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Das ist... Hauptmann Goroth ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Alter, der Typ ist so ekelig. Aber gut, wir müssen ihm helfen. Haltet nach diesem Grabwandler Abschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen, können wir alle Hauptmänner sein. Streich das! Ich will Häuptling sein! Wenn wir ihn so töten, dass er nicht wieder aufersteht, werden wir an der Seite des dunklen Herrschers aus Mordor aufmarschieren.
Ja, das musst du erst einmal schaffen. Im Prinzip bin ich ja unbesiegbar, ne? Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Komm her, ich warte. Nichts am Leichtfeuer! Hier geht niemand zum Leuchtfeuer, mein Freundchen. So. Schön, wieder mal eine Massenschlacht. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Hatten wir ja schon ewig nicht mehr. So, weg damit. Oh, schön. So, der nächste weg. Ich liebe es, wenn das Ding in Flammen steht. So, wir sind alle weg. Sehr gut. Dann kann ich hier ja getrost hochklettern. Den Grad was erkämpfen sehen und dachte, wir hätten ihn. Aber alles Blut, das am Ende an ihm klebte, war unseres. Ich könnte Gorod erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Das weiß keiner so genau, mein Kleiner. So. Da ist deine Beförderung. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Bleibt wachsam. Sicherheit. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Alles klar. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer. Naja, wahrscheinlich. So, machen wir wieder mal Ork-Reinigung, aber egal wie viel wir wegmachen, es sind immer wieder welche da. Alter, wie viele das jetzt schon wieder sind. Aber gut, nicht zu viel. Wir haben schon mal mehr niedergeschnesselt. So, der nächste weg. So, guck mal, nicht so blöd. So, komm her. So, du wolltest dich einmischen. So, das hast du davon, mein Freund. Und bam, zweimal hintereinander getötet. Ich liebe es. Und ab mit dem Kopf. So, die kriege ich auch noch weg. Irgendwo ist noch einer. Also der flüchtet. Okay. Habe ich auch nichts dagegen. Gorod. Wen haben wir denn da? Den guten, feinen Herrn Gorod. So ein Zeitlupentempo. So. Weiter geht's. Karagor haben ihre eigene Sprache und ich spreche sie.
Es mag nach bloßem Knurren klingen, doch ich verstehe jedes Wort. Das heißt, Gorot ist besser als ihr. Alles klar. Der Ding hat's nicht mal im Schlaf. Unter diesem Modus habe ich mir einen Namen gemacht. Wenn sie im Schlaf zucken, träumen sie vom Gorot. Einmal habe ich drei Karabots gefangen. Mit meinen bloßen Händen. Waren wohl Rat, ganz sicher. Mit bloßen Hat keiner gehört? Ich bin Gorot. Ziele drüber auf den Käfig. Okay. Lass uns ja sehen. Töte. Ah, so. Wie war das so schnell? Wo ist er denn? So, Verhör. So, gibt's irgendwas, was wir sammeln können? Haben wir schon alles da? Neuen Hammer. Bisschen schlechter. Ah, haben wir auch alle so hübsche Maschen auf. Da hinten steht ein anderer, der wird gleich weg sein. So. Und weg ist er. Drücke, um Kampfrichter anzuzeigen. Okay. Duell. Red mit der Feigling. Alles klar. Und der Drecksack wurde befördert. Hey, ihr zwei! Schleppen wir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorot. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandbaum! Das ist etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwarr! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redbane ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung! Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Und das werde ganz bestimmt nicht ich sein. Du dreckiger Bastard, du. Gut. Der Geist von Mordor, Erfolg. Wir haben sogar alles gemacht. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Oh, das ist ja sehr löblich. Hab ich da gerade etwas gehört? Nee, hast du nicht. Gut, dann würde ich gerne schauen. Belohnung, 50 Mithril. Sehr gut. Aber wir können dadurch jetzt nichts kaufen. Attribute. Hauptmänner, okay. Ach cool, wir haben jetzt da die nächste Reihe. Kritischer Treffer. Drücke einmal X, wenn ein Schlag dem nächsten übergeht, um einen Bonus zu erhalten. Letzte Chance, Todes. Die Fähigkeit endgültig, Todesschwelle, letzte Chance. Okay, das müssen wir jetzt machen. Meinen Dolch zu werfen. Drücke stolpern lässt. Terrorisieren, ein furchtbarer Schleichtötung. Fluchttreppen, okay. Hier haben wir festgenagelt. Ort und Stelle fest. Alter Schwede, wie geil schaut das aus. Schleichaufzählung. Aus dem Schleichen heraus. Das ist vielleicht auch nützlich.
So, dann machen wir das da. Hier, das da. Und... ich würde überlegen, das da, oder? Mit der letzten Chance. Ja doch, machen wir das da. So. Ja, wird ja immer mehr, wird ja immer mehr. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. So, Attribute kann man nichts machen. Da kann man lesen, okay. Waffen und Runen. Kann man auch nichts gerade was Neues machen, da warten wir noch. So, da wollte ich nicht. So. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes dahin müssen. Neu. Die Rangleiter empor. Ich würde mal sagen, wir machen dann die Hauptmission weiter. Und das da, zerbrochene Erinnerungen. Okay. Wir machen mal bei Redpack weiter. Die Ausgestoßenen, ja. Weil der ist jetzt momentan am nähersten. Und schade auch nicht, wenn wir da mal das ganze System kennenlernen. So. Aua, hat mich gerade noch irgendwie... Hä? Achso, das ist den, was wir befreit haben. Alles klar. Nein, nein. So. Haben wir machen können. Warum auch nicht? Sieht so aus, als würde jemand Uruks töten. Nö, wer macht denn sowas? Das sind doch so... friedfertigen Wesen. Huch, ich sehe nichts. Da war doch ein Geräusch. Nö, nö. Was war das jetzt? Okay, da läuft man einfach davon. Nice. So, da haben wir was für die Gesundheit. Sehr geil. So, ganz langsam, wenn ich es nicht verpasse. Ich hoffe. Ja doch, ist für die Gesundheit. Sehr, sehr gut. Dann müssen wir hier entlang. Also mittlerweile schlagen uns doch ganz gut. Die Skills sind schon sehr hoch. Wir können es auch schon mittlerweile mit großen Menschenmengen aufnehmen. So, die kämpfen dann wieder mit Gorok. Auftrag starten. Sagt der Auftrag starten. Redbacks wächst bestätigt an, damit steigt auch den Nutzen für sein Zerkalk am Leben und bringt ihn schon näher zur schwarzen Hand Saurons. Alles klar. Jetzt dürfen wir ihn auch noch am Leben erhalten, oder was? Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Na, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Oha. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Also? So, dann machen wir das da wieder. So, erste Hinrichtung. Eine Leiche. Ah, Schild kann man auch kaputt schlagen. Wie geil ist das da? So, nächster Tod. Er macht keinen Ärger mehr. So, weh du.
Bams. Und extra Kopf ab. Wir haben bis jetzt keinen einzigen Schaden erlitten. Geil. So, Bams. Der ist auch weg. Aua. Ich hab dich in Stücke. Schon vergessen, dass ich den Trick kenne. Genug. Hauptmänner, wenn dein gesunder Hauptmann tief gesunken ist, kannst du mit der HRW und... Achso, das Ganze, was wir eigentlich schon machen, lernen wir es jetzt da. Geil. Naja, weniger geil, wenn wir das Ganze alles schon wissen. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Aua. Ja, warte, aber ich würde gerne da mal vorher wieder wegkommen. Ich werde dich töten. Das wollte ich nicht. So. Na endlich. Verhör. So, und Verhör. Häuptling-Einflüsse, okay. Aus der Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze L, um seinen Herrn auszuwählen. Brock der andere Zwilling. Ach, sein Zwillingsbruder. Alles klar. Da haben wir seinen Zwillingsbruder ermordet. So, da befindet sich hier drinnen. Okay. Drücke RT. Tipp, Fernkampf durch Kampftodesstöße. Hassverletzung seines Leibwächters, seines Korks. Okay. Kampf gestählt. Möglicherweise ist ein Todesstoß notwendig. Sprungangriff. Okay. Flammende Waffe. Oh, furchtlos. Alles klar. Und weg ist er. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Oh, Menno, irgendwer ist mal sympathisch. Irgendwie ist mir das Kerlchen sympathisch. So, Duell mit dem da. Wurde befördert. Alles klar. Und wir haben einen Rang im Pur gestiegen. Das ist ja schön. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Genug davon, dass mich hier niemand. So, vorher machen wir noch. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich sagte, das wollte ich gar nicht. Waffen und Runen, Verbesserungen, da wollte ich hin, weil wir können einen Punkt wieder raushauen. Und den würde ich mal für das da einsetzen. So. Dann haben wir das auch gemacht. Respektiert. So, da hinten ist noch eine Waffe für uns. Da. Das nehme ich an mich. Weißt du,
nicht mehr hören, für wie stark du dich hältst. Da hast du Pech gehabt. Ich bin immer noch stärker als du. Naja. Richte das ruhig ein, wenn du dich dann besser fühlst. Aber du solltest vielleicht aufpassen. Nein, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Wie haben sich die Menschen so weit verbreitet? Sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen. Einfach Intelligenz. So, dann holen wir uns von denen die Informationen. So, komm her. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich haben wollte. Verhör. Du bist mein. Du bist mein. Ich bin dein. Tralalala. So. Alles klar, das ist der Haar. Ist der Haar. Informationen. Uha. Einer mit Schild. Toll. Durch Kampfzustöße ist immun gegen. Alter Schwede, das kann ja noch lustig werden. Wir wollen hier mehr Schildträger und Bogenschützen stationieren. Ich frage mich warum. Sie müssen irgendetwas Großes vorhaben. Ja, mich fangen. Das ist ein großes Vorhaben. So, ich renne mal schnell zum Elbenturm. In Norden soll es drunter und drüber gehen. Was sind wir denn eigentlich? Die Sklaven laufen wieder Amok. Machtprobe. Urks müssen sich jetzt gleich einen Beweis nehmen. Sie sind durchaus Vormeister. Ne? Okay, das ist sowas. Hä, den Mörderischen haben wir ja schon einmal. Gut, machen wir das einmal. Hör auf, dich zu bewegen. Die letzte Mission, bevor ich wieder dann eine Pause mache. Eine Aufnahmepause. Gut. Was haben wir denn hier? Ein Karagor. Ich mach mir nichts aus diesen Darbietungen. Also beende ich es schnell. Passt Karagor. Probe getötet. Das überlegene Geschöpf trägt den Sieg davon. Wie ich es vorausgesagt habe. Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Das sind mir zu viele. Wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Nee, nee, nee. Ich flüchte doch lieber. Hat nicht so funktioniert, wie es haben wollen, aber ich habe nicht gewusst, was ich machen hätte sollen. Tauker beschwören oder was? So. Hoch mit uns. So. Und wir sagen, wir beenden mal die Folge ganz schön wieder im Elbenturm. Man sieht da freundlich aus. Gut, wir haben jetzt da storytechnisch weitergemacht und ich werde sicher in der nächsten Session wieder storytechnisch weitermachen. Weil, wie gesagt, die ganze Karte haben wir ja schon aufgedeckt, wir haben schon einige Moves gelernt. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt, poliert eure Rüstungen auf in die Schlacht gegen die Orks. Euer Ernster, ich wünsche euch noch einen guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.